So, okay. Und da haben wir schon die neue herzlich Folge willkommen. Twitch Clips Germany. Folge 170. Melke mich. Warum auch immer melke mich? Ich bin gespannt, was drin vorkommt. Aber wir gucken uns das jetzt an. Die Alerts sind wieder aus, ihr Lieben. Die Alerts mache ich später wieder an, nach der Reaction. Aber jetzt gucken wir uns in Ruhe diese Folge an. Ich bin echt gespannt. Für alle, die das Ganze hier auf YouTube sehen, Daumen nach oben nicht vergessen und kommentieren, was euer Lieblingsclip ist oder sowas, könnt ihr ja machen. Und für alle, die es jetzt hier angucken, seid aktiv im Chat, okay, ihr Lümmel. Danke. Ihr könnt auch Hallo YouTube schreiben, wie immer. Ne? Dachte Trading Card Game. What? Na, wie, was? Trading Card Game, Alina? Alicia Joe, schon der Knorke. Absolut, die ist mega. Ich finde die so gut, die macht so guten Content auf YouTube. Ich könnte einen Pool gebrauchen. Für, ja, Mann und Yoshi, vielleicht wäre das ja was für das Weihnachtswichteln. Irgendwie finde ich es beruhigend und befreiend, wenn du so schreist. Niki, ist das so? Findest du, macht das dich irgendwie, befreit dich das von bösen Gedanken? Wenn ich treibe ich dir die aus, quasi? Okay, legen wir los. Melke mich. Herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany. Und guten Abend, Justin. Dieser Kanal ist nicht monetarisiert und erzielt somit keine Einnahmen. Auf Patreon die Videos für ab 2 Euro pro Monat unterstützen. Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Sieht so aus, als ob die nicht böse sein, eine Pennerin wäre. Da irgendwo liegen würde und sagen würde, ich habe nichts zu essen, ich habe nichts, hilft mir. Ja, guck mal, die liegt da irgendwo auf die Decke. Das kommt als erster Gedanke. Guck dir das an. Was? Sie sieht aus wie eine Pennerin. Was ist das? Okay, also, ich glaube, die hat es nicht ganz verstanden. Okay. Vor allem, sie hat sich bestimmt voll Mühe gegeben beim Zeichnen. Es war bestimmt von einem Zuschauer oder von einer Zuschauerin, die das eingeschickt hat. Und die Mama nimmt das so auseinander, ne? Und ich muss jetzt machen, ohne ein Geräusch zu machen. Warum? Warum? Ey, das könnte ich sogar auch machen, ne? Das ist ja das Coole. Ich hab eine Mundharmonika da, Leute. Hier in der Schublade. Direkt in meiner Schublade. Ich hab eine Mundharmonika da. Aber was ist das? Was hat er da gemacht? Das ist ein Gummi einfach nur am Arm, oder was? Sollen wir das nachher auch mal ausprobieren? Du hast Sauerkraut auf Gags. Warum fragst du da nur? Ja, okay. Ist auch was dran. Und guten Abend, Goffi. Du wirst jetzt wirklich Zelda BOTW von neu durchspielen? Ja, ja, im Master Mode. Ich kann da nicht atmen, weil es so weh tut. Boah, aber das tut bestimmt voll weh. Ja! Oh mein Gott! Ja, ja, okay, ich glaube, das ist echt schmerzhaft, ne? Geh zum Speichern. Er hat safe F gedrückt, ne? Wenn du F drückst, dann stirbst du. Sieht man noch, aber ist nicht mehr so schlimm wie vorhin. Es könnte vielleicht noch einen sehr krassen blauen Fleck geben, aber es ist einfach nur ein krasser Schnalzer. Oh, warum? So, Moment. Oh, Molly ist drin. Mit, oh, ey, ich weiß schon, was er macht. Ich kenne den Clip, da habe ich zugeguckt. Er drückt, glaube ich, F jetzt, ne? Kneid. Bene, du bist so ein Arschloch. Und du bist ein Dulli, Molly. Warum glaubst du dem Trottel auch? Oh Mann, ey. Einfach, ey, das ist so lost, ne? Dieses F. Molly! Ja, macht mal einen Shoutout, Mods, ne? Das ist der liebe Molly. Molly Nero 1990. Okay, es lässt sich sehr schwer mischen, aber das reicht schon. Wenn sich sehr schlecht mischen lässt, ist es quasi Mission Impossible. Huh? Can I get a fucking hell yeah? Hell yeah? Okay, irgendwie ist er sympathisch. Er macht so schlechte Witze, wie ich sie mache, ne? Fühl ich. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Oh Gott! Alter, bin sogar ich gerade erschrocken! Damit habe ich gerade selber gar nicht gerechnet. Meine Güte! Einmal eben strullern, dann könnt ihr auch mal einmal ganz... Wow.
Digga, habt ihr den Quickscope gesehen? Alter, aber richtig gut, ne? Direkt geheadshottet. Oh mein Gott. Ist das Pain. Auf die Kopfhörer, nein. Hä? Ach, die Musik ist gestummt, weil es... Ach, die Musik ist gestummt. Da kommt eigentlich andere Musik. Aber irgendwie passt sie voll gut. Oh mein Gott. Oh, wäre das Pain. Bald machen wir das hier. Einsatz in 4 Wänden, Tine Hitler, Schritt für Schritt. Hitler. Was hat er gerade gesagt? Was hat er gerade gesagt? Irgendwann, Leute, bald machen wir das hier. Einsatz in 4 Wänden, Tine Hitler, Schritt für Schritt. Hitler. Oh, scheiße. Sorry, Tine Hitler. Ganz schwieriges Thema. Oh Gott. Baghetti. Aber das war ein Versehen, das hat man gehört. Das war ein Versehen, das hat man richtig gehört, ne? Du darfst Hitler sagen. Das ist kein Problem auf Twitch, ne? Du darfst es nur nicht in einem Kontext verwenden, wo du ihn vielleicht verherrlichst oder sowas, ne? Das hat er ja nicht. Das war jetzt wirklich nur ein. Das war ja nur ein Clip jetzt, ne? Also keine Sorge, das ist kein TOS-Ding. Also eigentlich wollte ich hier bleiben, aber... Oh Gott! Ich hab voll gegen meinen scheiß Subwoofer unterm Pedal. Was ist ihm gerade passiert? Moment, ich muss mir das nochmal genau angucken. Was hat er gerade gemacht? Sorry, Tine Wittler. Sorry, war nicht mal mit Absicht. Also eigentlich wollte ich hier bleiben, aber... Oh Gott! Ich hab voll gegen meinen scheiß Subwoofer unterm Pedal. Hä? Er ist halt erschrocken. Er ist einfach nur erschrocken, nehme ich mal an jetzt, ne? Mehr war da jetzt nicht, glaube ich. Huch. Das ist sehr verbuggt, aber solange es irgendwie funktioniert, bin ich sogar noch glücklich darüber. Ich finde Bugs nämlich immer sehr amüsant, Chat. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Kritisches Thema, ne? Ja. Ey, machen wir bitte eine Compilation da draus? Das kann doch nicht dein Ernst sein, während wir drüber reden. Digga. Das ist halt wirklich wild, ne? Aber ey, Assassin's Creed 1 war das geilste Assassin's Creed, meiner Meinung nach. Okay, nicht ganz, ne? Assassin's Creed 2 war, ich glaube, das geilste damals. Der zweite Teil, der hat mir am besten gefallen. Aber der erste war richtig legendary. Die waren richtig gut. Und wenn die noch so verbuggt waren, die waren richtig cool damals. Ohne Scheiß. Nach dem Einsatz steht die Bude bestimmt nicht mehr. Dann hör mal, wenn mein kleiner Spielplatz sagt, was sagt er dann? Ich bin ein Monstergeist. Hä, wie macht sie das? Ja. Hat sie mit einem Greenscreen gemacht, oder was? Das hat sie, glaube ich, mit einem Greenscreen gemacht. Das ist die aus Stuttgart, das habe ich mir gemerkt, ne? Der folge ich auch auf Instagram, der Jess von Sperling. Die macht echt coolen Content. Also, viele denken, glaube ich, bei ihr manchmal erst so, boah, die ist voll strange oder sowas. Aber das eigentlich, also sie hat tatsächlich auch eine Krankheit, das muss man noch dazu sagen. Viele denken immer so, boah, die ist mir zu over the top, aber sie hat ADHS, ne, das muss man noch dazu sagen. Aber eigentlich macht die echt guten Content. Ohne Scheiß, also wenn man Jess von Sperling heißt sie, ne. Also ich folge da auch auf Instagram, die macht wirklich keinen schlechten Content. Die hat auch kürzlich irgendwas gemacht mit so einem Kostüm irgendwie, war super funny. Also es war wirklich so mal was ganz anderes, wo ich mir denke, ey, das ist gar nicht so übel. Nein, das ist kein Video. Sie ist kein VTuber. Das ist jetzt eigentlich, sieht man sie richtig. Sie hat weiße Haare, weiße Augenbrauen und sowas. Ich weiß nicht, ob das gefärbt ist oder sowas. Aber die macht echt einen guten Content. Also, no joke. Das ist, am Anfang habe ich auch gedacht, boah, die ist voll strange. Aber das ist echt gar nicht so übel, was sie macht, wirklich. Dankeschön, Dirki, mein Lieber. Und der Hottentotte, danke für den Clip, ne? Ob die gefärbt sind oder real, weiß ich. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ne? Carillo hat auch ADHS, ja. Weiß ich. Aber die sind echt, ohne Scheiß, die sind echt lieb. Aber man muss, das ist immer das, weil viele so schnell ein Vorurteil haben und sich keine Meinung darüber bilden. Man muss es erstmal ganz kurz angucken, ne? Man muss erstmal ganz kurz ein bisschen angucken und so ein bisschen bewerten, ja? Man kann lieber nicht zu früh ein Urteil fällen über irgendjemand, ne? Ja? Ich glaube, das längste, was ich am Stück mal gestreamt habe, waren, glaube ich, 19 Stunden. Ah, das Temtem. Aber dann war ich auch fertig. Dann war ich wirklich fertig mit der Welt. Hast du schon mal 24 Stunden Stream? Wow, Katha. Wow. Das längste, was ich gemacht habe, waren 19 Stunden. Echt krass. Hast du auch schon mal 24 gemacht? Lustig, dass wir gerade dieses Thema erst hatten. Und ich frage mich, warum Kitten gerade sagt, dass sie 19 Stunden, dass das ihr längster Stream war. Sie hat doch schon mal
glaube ich, 19 Tage oder wie lange hat sie gestreamt? Die hat doch voll lange schon gestreamt. Die hat doch auch so einen krassen Sabaton gehabt. Hä? Also ich meinte wahrscheinlich eher am Stück, ne? Aber trotzdem. Ich glaube, ich mache mir tatsächlich einen Tee. Ich bin gleich wieder da. Oh, perfekt. Das passiert mit einem Kabelhosen-Headset nicht, ne? Dafür kann es passieren, dass man dich beim Pinkeln hört, wenn du vergisst, das Mikrofon zu muten. Ist mir natürlich nicht passiert. Nein. Nein. Mensch. Loot. Ja, ich sammle ein bisschen zu viel Loot, habe ich immer das Gefühl, tatsächlich. Das denke ich auch. Perfekt. Yo, aber ganz ehrlich, oh, auf The Witcher 3 hätte ich auch mal Bock, das zu streamen. Freaky Nikki vor allem, die streamt gerade Witcher 2, ne? Die streamt gerade Witcher 2. Und die streamt auch bald Witcher 3. Müsst ihr auch mal reingucken. Oh Mann, das ist so geil. Ich will auch Witcher 3 mal streamen wieder. Ich glaube, ich will das auch mal streamen. Ich habe das nie gestreamt. Ich habe es auch einmal in meinem Leben durchgespielt, das Game. Aber ich will das echt mal, ne? Der Clip war doch auch schon da. Nee, das geht um, das ist hier eine Reaction. Der Clip war letzte Woche von Gronkh. Und man sieht hier, blip, wie der Michael von Ulrichstein drauf reagiert. Offensichtlich. Der hat doch was dabei. Der hat was dabei. Zieh die mal raus. Ich zeig euch mal meins. Oh, jetzt kommt. Oh, ich wollte euch mein Ausweisbild auch noch mal zeigen. Ich wollte euch meins auch mal zeigen. Kommt noch, das kommt noch. Irgendwann werde ich meins auch noch zeigen. Ich sehe nämlich legit aus wie der Kollege von dem Bombenleger. Der Fahrer. Ich sehe aus wie der Fahrer. Ich seh legit aus wie der Fahrer. Jetzt zeig's, komm. Oh. Ja, aber es geht noch, das geht noch, das ist noch okay. Das ist dieses dumme Ding, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, dass du nicht mehr, du darfst, du musst Kerzen gerade, du musst wirklich so, also du musst wirklich so reingucken. Biometrisches Bild. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, musste ich damals auch machen, kam mir komplett dumm vor dabei. Aber das war damals, ich glaube, das ist immer noch so, ja, ist immer noch so, okay. Okay, ich hab gedacht, vielleicht ist es nicht mehr. Das war Gronkh, Dopeshit, ja. Kommt jetzt bei Next-Gen-Update. Witcher 3 habe ich mit DLCs auch erst Januar beendet, aber ich muss einfach nochmal. Und so geht's mir mit Breath of the Wild, Niki. Weil ich das so liebe, ne? Oh, so geil. Macht mal ein Shoutout für Freaky Niki Mods. Bitte, das wäre echt lieb, wenn ihr das machen könntet, kurz. Ah, sieht schon wild aus, ne, diese Fotos. Sieht aus wie der Fahrer. Oh, oh. Jo, ich hab auf meinen Bauch gespritzt. Boah. Ih, das klebt ja voll. Oh Gott. Mann, jetzt hab ich über diese klebrige Flüssigkeit auf meinen Bauch drauf gespritzt. Weird. Ich hab kein Tuch. Oh, das ist immer ganz schlimm, wenn man kein Tuch hat. Passiert mir auch ganz oft mit meiner Cola. Okay. Ich mag sein Gesicht dabei irgendwie. Ich find, man sieht ihm die Panik so richtig an, oder? Das fühle ich irgendwie. Ich mag seine Panik in den Augen. Er hat wirklich Angst. Ist das deine? Ja. Hast du Leute hinten drin, oder? Was ist da los? Warum hat das Auto so gewackelt? Was ist da passiert? Sieht deinem Gesicht oft irgendwie ähnlich. Manchmal bei mir auch, Laura, ja? Manchmal drehe ich auch ein bisschen durch, ne? Ich dachte gerade, ich sterbe. Ich habe die Lücke nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit... Das ist toll. Normalerweise für Pferd. Deswegen spiele ich kein Alte 4. Ja, hör mal schon. Tut so weh. Mich? Oh! Entschuldigung, Alter. Ne! Hat er das... Nein! Das ist ja ein Baba-Clip! Nein! Hat er wirklich das Ding... Oh mein Gott, was? Die nimmt man normalerweise für Pferde, hör mal schon. Tut so weh. Mich? Oh! Entschuldigung, Alter. Ich muss ganz dringend los. Das ist geil. Das ist ein richtig geiler Clip. Yo, ist ja cool. Yo, wie geil. Stark. Doch, war episch. Was war denn das?
Ins Wege Spuren viel Getier, doch nur mit mir, dem Jäger hier. Erst wenn du lerntest viele Stunden, kannst du den Wald allein erkunden. Na 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 na. Immer geil. Oh Mann, oh Mann. Wobei es bei uns hier in der Ecke auch Chinesen gibt, die kannst du nicht essen, so. Hä? Bei ihm gibt es Chinesen, die man nicht essen kann. Oh. Alter! Perfekt. Die Erlaubnis erteilt, so fucking gut auszusehen. Entschuldigung. 115 Gramm Mascarpone. Oh, perfekt! Oh. Macht sie eine. Warte mal, Mascarpone braucht man für eine Lasagne, ne? Oder? Was war das, was in eine Lasagne reinkommt? Nee, das ist was anderes, oder? Nee, das ist was anderes. Mascarpone, Tiramisu. Ah, nee, warte, was ist das, wohin die Bechamel-Soße ist das? Ah, ich hab's verwechselt. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. If I catch a bigger fish than you, you have to eat it. Raw. Roh? Roh? Woher kommt die zweite Pfeife? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Mir aber auch nicht gerade. Bechamelsoße, ja, so heißt das doch, oder? Das kommt in die Lasagne rein. Aber ich mach das nie. Ich mach nie Bechamelsoße rein. Aber das heißt so, glaube ich, oder? Bin ich jetzt doof? Das ist einfach eine WoW-Song-Legende. Der da gerade gesungen hat, in dem Rust-Clip, Carlito. Lasagne ist Bechamel. Ja, genau. Aber ich mach das nie mit rein, ne? Ich mach das nie mit rein. Mir schmeckt das nicht. Ich find das nicht so geil. Lass es schmecken, Justin. Ich muss nochmal. Oha! Jetzt hab ich auch gesehen, wie er gefallen ist. Wie hoch ist der geflogen? Oh, cool! Das war tot, den muss ich mir merken, das spielt Zelda. Es gibt viel zu wenig Leute, die Zelda streamen, Leute. Das macht mich traurig. Das sind viel zu wenige. Er spielt einfach Link's Awakening. Ehrenmann. Jetzt schon sympathisch. Oh. Ja, er hat ihn. Stabil. Nein! 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 Guckt euch das an! Every night in my dreams I see you, I feel you. Sad is how I know you. Go on. Das klingt sogar nicht mal so schlecht. Okay, Achtung. Ich kann das nämlich auch. Every night in my dreams I see you, I feel you. This is how I know you. Go on. Near, far, wherever you are. Ich wollte auch gerade weiter singen. Okay, scheinbar haben viele mitgesungen bei der letzten Reaction. Außer ich, wieder mal nicht. Ich hab das Lied erfunden, das ist das Problem, ja? Und alle müssen es mir nachmachen, man kennt's. Guten Abend, Gauns Geist und moin Aerox. Katzenjammer. Na, das hat sich besser angehört als das Original. Ey, lass meine Leiche drüber. Leder, hab ich schon gefühlt. Meine Leiche kaputt. Ja, wir brauchen Leder, jetzt habt ihr Menschenfleisch. Oh Gott, die Lache. Denn, guck ja. Mal, was wow. Ich hab. Sie hat mein Bein. Was? Sie hat mein Bein. Auch sympathisch. Majora's Mask im Hintergrund. Nice. Und hallo Mifa, guten Abend. Moin. Oh. Ich hab den Keyboard offen. Er spielt wirklich mit der Nase. Ich seh's auch im Stream, aber ich kann's trotzdem nicht glauben. Es ist unglaublich. Wie stark, bitte? Ich hab auch eine Flöte, aber meine ist hier unterm Schreibtisch. Ich komm nicht ran. Also, eine echte. Also, nicht das, was ihr denkt.
Ist eure Entscheidung, betet mich an, kniet nieder. Es ist eure freie Entscheidung, ob ihr mich anbeten wollt nicht. Ihr könnt es entweder tun oder ihr werdet halt hingerichtet. Aber es ist eure Entscheidung. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Nehmt das, ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut, verliert es nicht. Was? Ey, das ist so geil. Das sind Momente in Games, die ich einfach lieb. Genau das ist einfach geil, sowas. Stark. Bayern einfach weg. Dann kommt nach Österreich. Österreich gibt der Schweiz etwas, die Schweiz Frankreich und wir bekommen das Elsass. Was haben die denn für einen Dialekt? Sprechen die nicht Französisch? Mittlerweile? Ich weiß es gar nicht, ich habe in Geometrie nicht so aufgepasst. Oh. Ja, es ist auch schwierig. Also, also Dialekte in Geometrie, da habe ich mich auch schwer getan. Die waren auch so schwer, wirklich. Das war für mich immer das schwierigste Thema, wenn wir im Schulfach Dialekt auf einmal Geometrie hatten. Das war auch echt. Schwierig. Oh, wir können auch werfen. Das könnte vielleicht ganz... Alter. Das ist insane. Jetzt hat er meine Waffe aufgenommen. Perfekt. Das war's. Das kann nicht sein Ernst sein. Oh mein Gott, Ich kann echt nicht so viel kotzen, wie ich fressen kann. Nee, warte. Ganz schwieriger Versprecher. Alter, Kitten hat so viele solche Versprecher. Das ist so krass einfach. Also das ist so wie holt euch was zum Pinkeln. Genau das passiert ihr ständig. Das ist so funny. Kann ich so viel fressen, wie ich kotzen möchte? Ach, ihr wisst, das ist zum Kotzen. Boah, der war so übel. Amateur. Okay. Oha, das war... Liebe ich ja. Das ist ein Humor, den ich feiere. Amateur. Feiere ich so einen Humor. Was möchtest du? Mama, ich bin deine Tochter. Das ist ja hier ekelhaft. Stimmt, ich hab dir heute noch keinen Kuss gegeben. Ist ja was? Wo denn? Ja. Nein! Sympathische Mama. Super sympathische Mama. Warte, ist Blas. Oh, Leute, der Feind ist auch wieder drin. Nacho. Die wird schon noch sehen bald. Hasebalg, ist es ein... Was ist ein... Blasebalg, ist es ein Kind, das Flöte spielt? Was ist ein Blasebalg? Ja, Nacho, mit Allgemeinbildung hast du es wohl nicht so, ne? Ey, nochmal, ganz kurz, Feind. Das kleine Disclaimer, es ist nur ein Spaß, ne? Wir haben nur so ein. Wir haben so eine Spaßfeindschaft. Alles ist cool zwischen uns. Nacho ist eine ganze Liebe, alles cool. Aber wir haben so ein kleines. So ein kleines Battle, ne? Also, just for fun. Insider. Nicht falsch verstehen. Wir verstehen uns super gut, ne? Aber ihr dürft gerne auch so aus Spaß mithaten, wenn wir sie sehen, ja? Das ist kein Problem. Oh. Mario Kart Clip. Oh ja, genau. Warum hat er keinen Ton? Sorry, Tosh. Alles gut. Oh, das kann doch nicht sein. No, ich schaffe es immer, mich mit der Grünen abzuschießen. Ich schaffe es immer, mich selbst damit abzuschießen. Diese scheiß Grünen sind... Ja. Das gibt's nicht. Man kennt. Das ist wirklich so typisch. Das ist so typisch einfach. Das ist einfach Mario Kart at its finest. Ist so. Bei Nacho Helden bin ich immer dabei. Luthal, das lobe ich mir. Das ist genau das, was ich immer hören will. Und guten Abend, mein Lieber. Ja, ist doch super, aber das ist echt nervig, KI. Das ist nicht nervig. Das ist der erste Tag und alle wollen halt so ein bisschen ihre Kanalpunkte ausgeben. Du musst doch ein bisschen nach vorne blicken, Sophia. Isabel, du musst ein bisschen in die Zukunft schauen.
Überleg doch mal, heute ist der erste Tag, wo man das einlösen kann. Natürlich wird da halt die ganze Zeit uff. Aber überleg doch mal, in 2, 3, 4 Tagen ist das zum Status Quo geworden. Es ist normal. Uff. Alter, wenn man die Sound Alerts aber so einstellt, dass man jede zweite Sekunde dieses Ding triggern kann, dann ist er aber auch wirklich lost. Das ist halt super stressig, ne? Das ist dann too much. Oh mein Gott, ich kotze! Ach so, jetzt check ich das erst. Das ist eine VTuberin, die sich umgedreht hat und Achterbahn fährt. Und das in Tower Fantasy. What? Ey, das ist ja mal genial. Das ist jetzt das... Alter. Wie sie sich gefreut hat, als würde sie wirklich drin sitzen. Okay, das war jetzt mal wirklich kreativ und gut. Das fand ich jetzt auch witzig. Das fand ich jetzt zum ersten Mal auch ein bisschen witzig. Das ist wirklich cool. Ne? Ich spiele gerade Skyward Sword in der Hoffnung, dich einholen zu können. Oh, Sim, auch das wird schwierig. Wir haben heute noch viel vor uns, ne? Laura? Rapunzel ist großartig, oder? What? Warte mal, was? Okay. Laura, ist das unsere Laura betrunken, die da gezeichnet hat? Was? Fotos einreichen? Boah, realistisch was? AF einfach. Dürfen wir Fotos einreichen, oder? Ey, crazy. Das ist krass. Das ist so krass, ne? Aber es ist halt einfach nur ein Bot, ne? Das ist ja ein Bot, der das macht, glaube ich. Wenn das hier wirklich jemand so zeichnen könnte, wäre es wild, ne? Logo. Lilly, guten Abend. Moin. Alexa, spiele. Oh Gott, schon wieder der Clip. Der hat letztes Mal ist meine schon ausgerastet. Oh nein! Das ist krass. Schaltet schon mal euer Echo aus, euer Alexa. Alexa, spiele Helene Fischer. Das ist Helene Fischer. Nein, nicht bei mir! Okay, Google. Spiel Helene Fischer atemlos. In Ordnung. Welche App? Oh nein, ich hab Oh Gott, nein! Nein! Ich hab vergessen, dass ich Google hab und nicht Alexa! Perfekt. Ich will nicht wissen, bei wie vielen zu Hause dann auf einmal das ganze Ding angeht, ne? Google, Alexa, Siri, was weiß ich, was alles. Das ist auch manchmal so nervig bei den Sprachassistenten. Also meine, die fängt manchmal einfach random an, irgendwas zu sagen. Manchmal sage ich gar nichts und dann kommt einfach nur: Entschuldigung, das weiß ich nicht. Ey, da werde ich so sauer, ne? Die Dinger sind einfach nicht ausgereift. Oh, Bumblebee schon wieder. The Last of Us. Oh. Butterhäschen. Ui. Oh. Oh, nein. Oh Gott. Ich liebe seine Reaktion einfach. Ich liebe das so. Oh, Julian, du hast gerade die Cam eingelöst. Ist aber der Clip nicht richtig. Oder doch, ihr habt es gesehen in der Backcam, ne? Ihr habt schon gesehen, glaube ich. Ja, der ist gut. Oh nein! Oh, das ist aber auch übel, ne? The Last of Us ist so schonungslos. Es ist so schonungslos. Oh, den kenne ich, den Clip. Den habe ich bewertet. Den habe ich bewertet auf Twitch Clips Germany. Den fand ich richtig gut. Dem habe ich, glaube ich, 5 Punkte gegeben. Der ist richtig nice. Er ist einfach AFK, kommt wieder und hat es überlebt, weil er genau auf dem Spalt stand. Mal klingeln, ist mir egal. Please. Heftig, oder? Okay. Den fand ich richtig gut. Verdient in der Ding, in der Compilation. Richtig gut. Perfekt. Ultra angenehm. Ja, gut. Es soll noch einer zu mir sagen, ich würde zu viel Alkohol in meinem Stream trinken, ja? Aber der war gut. Wenn sowas im Livestream passiert, das finde ich halt sauwitzig. Ich weiß nicht, wie seid ihr da so drauf? Wenn jemand hinfällt oder so, seid ihr da auch? Guck mal, da bin ich so ein kleines Arschloch. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin ein kleines Arschloch bei sowas. Ich bin voll schadenfroh, wenn jemand irgendwo stolpert oder so. Ich lache dann immer wie so ein Pisser einfach.
Ich lache immer. Das ist eigentlich, da sollte man immer so denken, so, nee, komm erst mal helfen oder sowas. Es kann ja auch was Schlimmeres passiert sein. Aber ich bin immer einer, der lacht. Ich bin ja voll das Arschloch. Ich kann da nicht anders. Es tut mir leid, aber das ist so, ne? Und dann sind die immer so sauer, wenn das passiert. Wenn es mir passiert, ich sag's euch ehrlich, ich lache auch über mich selber, ne? Das ist auch das Beste, was du in dem Moment machen kannst. Aber in so einem Livestream ist schon geil. Und guten Abend, Delka. Und hallo, Veronique. Moin. Jetzt haben wir's. Lieb ich. Ich hab gerade gedacht, lol, Alter, das gibt's doch nicht. Ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Was denn? Ganz kurz Pause. Dann saß ich so auf meinem Bein, wie man das manchmal macht, und denk mir so, was ist das denn? Was ist das denn? Und ich stelle fest. Och nee! Ich hab noch so eine fucking Sicherung an meiner Hose. Ey, das ist das Ding aus dem Laden! Hat das nicht gepiepst? LOL! Das ist auch eine Reaction. Oh, das fand ich letztes Mal schon ganz schlimm, dass die da so kreischt, ne? LOL, Alter! Also das ist bestimmt eine Liebe, aber das Kreischen, oh, das finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn jemand so kreischt. Ist das eigentlich taktisch klug? Also fängt Milch weniger an überzulaufen in dem Moment, wenn man sie dann so überkocht, wenn man sie anschreit? Hat Milch da so eine, also hat ein Kreideschrei da eine Mannstoppwirkung oder Milchstoppwirkung? Oder ist das rein hobbytechnisch? Oh. Säuglinge hassen diesen Trick. Der war echt witzig von der feinen Katze. Herrlich. Als Kampfschrei. Oh Gott. Kann man irgendwo reinfahren? Ich fühle es nicht so. Da. Ey, wisst schon, wäre ich nur ein paar Zentimeter weiter von, also bei euch gewesen, wir wären alle dead gewesen. Also das war halt clever. Clever auszusteigen. Ich habe nach Aussagen von meinem Dad sogar nach meinem Mopedunfall die ganze Zeit gelacht bzw. gegrinst. Ja gut, wenn du schwer verletzt bist, ist schon kacke. Ich glaube, da würde ich nicht mehr lachen. Aber so generell, wenn jemand einfach nur auf die Schnauze fliegt oder so, muss ich auch erstmal lachen. Ich weiß nicht, ich bin da voll der Arsch, keine Ahnung. Möchtest du für den nächsten Kochstream? Ja, ich muss vielleicht auch mal ein bisschen rumkreischen, ne? Belle Floyd wurde aus dem Punkt gebracht und, warte, wurde es auf den Punkt gebracht und no hate, da war die Frage, ob sie sich von den Vögeln anpasst oder eher andersrum und dann kam wohl zum Schluss, dass sie sich eher den Vögeln anpasst. Ja, das ist ja kein Hate, ne, das ist ja nicht böse gemeint, um Himmels Willen. Also also mich würde es halt persönlich stören, wenn jemand die ganze Zeit so rumschreit, also das macht sie wahrscheinlich nicht permanent, aber ich würde glaube ich durchdrehen irgendwann. Wo Baloo hin ist, die ist draußen gerade, Dopeshit. Und hallo Pokémax, guten Abend. Vielleicht. Sass. Aber ich kenne dieses Geräusch, meine Katzen hören sich genauso an, wenn die sich putzen. Bei Baloo, bei Baloo denkst du immer, Alter, sobald die sich mal abschleckt, das klingt so krass einfach, so schlonzig, du denkst dir, wo hat die so viel Speichel her? Ganz schlimm. Aber das war schon ein bisschen sass gerade. Oh Mann, ey. Echt? Alles klar, Engelchen, gute Besserung weiterhin, ja? Lass es gut gehen. Habe ich heute einen Donut aus der Froste geholt und den in die Mikrowelle gelegt und den vergessen. Und der riecht immer noch total verbrannt. Er ist halt einfach... Ah, chillig. ...ein Klotz. Lecker. Ja, ADHS-Gehirn. Ach ja, lol, da sagt sie's ja sogar, dass sie ADHS hat. Was? Oh, und hi Marcel, guten Abend. Hallo, Lilly! TV. Lil. Lillimon TV. Scheiße, das ist falsch. Ich bin im Schlafzimmer. Wie komm ich denn da? Scheiße, das ist auch falsch. Hä? Ja, was muss sie denn machen? Achso, sie macht ihr Logo, aber das. Ja, jetzt doch. Hä, nee. Nein, was hab ich?
Das sehe sogar ich. Das ist ein bisschen falsch, Lilly. Kann mir nicht passieren. Huch. Oh mein fucking Gott! Oh mein Gott! Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott! Wir sind von der riesigen Spinne! Was? Hä? Wo ist da eine Spinne? Mein fucking Gott! Alter, wie sie durchdreht, wo ist da eine Spinne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind von der riesigen Spinne! Das sieht man im Twitch-Wot! Oh mein Gott, die ist... Was, das sieht man im Twitch-Wot? Riesengroß! Was denn? Oh mein Gott, ich hab gedacht, der trollt! Oh, die Arme! Oh Gott, die Arme, sie heult schon! Oh mein Gott! Ey, aber das ist auch echt übel, aber wo? Gott! Boah, wow, die ist richtig fertig. Oh mein Gott, das ist das Größte, was ich je gesehen habe. That's what she said. Entschuldigung, der musste sein. Da! Da! Hä? Was ist das? Das ist aber keine Spinne, Leute. Das ist keine Stimme, Spinne. Guten Abend, Panthers. Moin, moin. Das ist keine Spinne, oder? Das ist ein Frosch. Ja, das ist ein Frosch. Ja, ich denk doch gerade, das ist keine Spinne, das ist ein Frosch. Okay, das wird mir nichts ausmachen. So ein Froschi, das wird mir nichts ausmachen. Aber eine Spinne, da würde ich, glaube ich, also wenn es so eine große Spinne wäre, würde ich, glaube ich, auch ein bisschen ausrasten. Also nicht so, aber ich glaube, da hätte ich auch so ein bisschen danach Probleme mit dem Schlafen. Spinnen sind doch nicht schlimm. Es gibt halt Menschen, die haben eine extreme Phobie. Du siehst, sie hat auf jeden Fall, also sie hat eine heftige Phobie. Guck mal, die weint sogar. Ey, der geht's richtig mies. Das ist nicht mal so lustig, der geht ja richtig mies deswegen. Boah, übel. War live dabei bei Luna? In der Nacht oder danach, Marcel? Das ist übel. Geil ist auch, sowas Großes hat sie noch nie im Leben gesehen. Ach Mann. Hey, das ist jetzt out of context, ja? Oh Gott! Aber. Oh mein Gott, die Arme! Stopp das doch mal. Lass das doch mal gucken. Das ist ein Frosch? Oh Gott, ich schick dir den Link. Oh mein Gott, das ist hoffentlich keine Spinne. Aber wenn das eine Spinne ist, ich zieh aus hier. Ich muss hier ausziehen, Klaus. Ich muss das Haus anzünden. Ich muss das Haus anzünden. Alter, okay, das ist schon übel. Boah, die tut mir gerade echt leid. Was eine Drama Queen? Nee, die tut mir echt leid. Das sage ich jetzt nicht Drama Queen, weil das Ding ist, wenn du wirklich eine Phobie hast, ich kann das nachvollziehen, meine Mutter hat auch so ein bisschen so eine Phobie, das ist wirklich übel. Da hast du so panische Angst, wenn du keine Phobie hast, dann okay, ja. Aber wenn du eine Phobie hast, das ist wirklich krass. Da hast du so Angst davor. Aber wenn du, ja, wenn es ein Frosch ist, ich weiß nicht, aber ich denke, ja, sie hat es zwar gesehen, aber ich glaube, da sitzt der Schock erstmal tief. Wenn du denkst, dass es eine Spinne ist, dann sitzt der Schock erstmal tief, ne? Da sitzt der Schock schon erstmal tief, glaube ich. Und Lena, hallo! Boah, du warst ja ewig nicht mehr im Chat, moin! Haus anzünden bei Spinne ist aber schon fühlbar. Boah, ich find's auch hart. Also wenn so eine Riesenspinne da wäre, würde ich auch, puh, weiß ich nicht. Also ich würde nicht das Haus anzünden, aber boah, ich würde auch erstmal alles auf den Kopf stellen und suchen. Ich habe zwar keine Phobie direkt, aber so ein bisschen Ekel habe ich schon auch davor. Bin ich ehrlich. Hab nur Angst, dass solche Brecher sind, wie zum Beispiel die Größe von meinem Headset. Ja, okay, aber sowas hat's ja in Deutschland eigentlich ganz selten, ne? Hallo Kehrbesen und hallo Eric, guten Abend. Merlus, moin, hi. Ich weiß nicht, habt ihr Angst vor Spinnen? Vielleicht können ja die Mods mal kurz eine Umfrage machen. Habt ihr Angst vor Spinnen? Ja oder nein? Würde mich mal interessieren. Ob ihr da auch so eine Phobie habt oder sowas. Es ist ja, glaube ich, so mit eins der größten... Das ist eines der größten Ängste der Menschen in Deutschland so gefühlt, ne? Also Spinnen oder sowas, da haben ja so viele Angst davor. Spinnen, Schlangen, irgendwie sowas. Aber Spinnen sind, glaube ich, so mit am schlimmsten. Boah, ich kann es nachvollziehen. Eure Majestät, euer Sohn und meine Tochter haben soeben beschlossen, dass sie füreinander bestimmt sind. Hä, das ist doch der von GameStar. Das ist doch der von GameStar, wo die Spiele testet. Yo, das ist ja funny. Ich bin einfach Tiere aus der Hölle. Nein, ich hatte schon mal vorgespielt auf meiner Hand und am Kopf zählt das. Boah, das ist heftig. Absoluter Ekel, aber keine Angst, sie bewegen sich so ekel. Ja, ich finde auch, ne? Nosferatu-Spinnen ist gerade hardcore am Vermehren und Ausbreiten. Sie werden schon echt groß. Bei einem 15 cm ist das schon eklig. Das ist schon heftig. Da tue ich mich auch schwer. Tue ich mich echt auch schwer. Oh, weiß nicht.
Liegt wahrscheinlich daran, dass es auch von eurem Umfeld gezeigt wird, dass Spinnen eklig sind. Ja, ist so. Bei mir ist es von meiner Mom. Meine Mutter hat halt auch so Angst davor gehabt immer. Und bei mir ist es halt so, ja, als Kind hatte ich sehr Angst vor Spinnen. Später hat sie es gelegt, ne? Also inzwischen fasse ich sie auch an der Zuseite raus, ne? Also ich krieg da jetzt keine Panik, aber wenn so eine ganz große ist, muss ich die auch nicht gerade anfassen. Dann tue ich die mit einem Glas raus. Ich mag die dann auch nicht anfassen, da bin ich ehrlich. Und zu heiraten gedenken. Meinen Segen werden sie von gar... Kurz verabschiedet, man kennt. Aber wie sie alle nach unten gucken. Okay, sie ist einfach so dumm wie ich, ne? Fühle ich. Ja, ihr denkt jetzt cringe, es ist, aber ich bin auch manchmal so cringe. Ich will da jetzt nichts sagen, weil das Ding ist, ich bin auch so ein Trottel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Wie schminke ich mich schlank? Kein Bodyshaming oder so, ihr seid alle... Boah, das sieht aber krass aus da unten, was die macht. Guck mal, wie krass das aussieht, was die da macht, ne? Bruder, muslos. Kein Vormachen. Nein, nein, ganz sicher nicht. So wie ihr seid. Aber manchmal denkt man sich ja, oh, ich wäre vielleicht doch noch vielleicht so ein Kilo leichter. Ach, guck mal, sie malt es einfach grün an, ne? Dünner. War gut. Pfeifett. Ihr zürnt mich keineswegs und auch ich bin sehr oft unter den bäuerlichen Gebieten, wenn ich so sagen darf. Oh, ich wäre auch gerne oft unter euch. Ich mag die Menschen. Bitte? Nun, der Abend ist ja noch jung, nicht wahr? Ihn finde ich witzig, muss ich sagen. Den fand ich witzig, den Royal Funk. Den finde ich lustig. Ich finde auch, allgemein die Clips diesmal sind geiler als letzte Woche. Viel, viel geiler. Diese Woche fühle ich es komplett. Mein Zauberstab! Oh nein, nicht schon wieder die Simsalabims. Auf mich anzuschreien, das tut mir weh! Oh Gott, warum schreit sie denn immer so? Digga! Tu das doch nicht! Warum? Du warst nicht wach zu kriegen. Die ganze Taverne hat geschrien. Sehr. Ach Gott. Aber ich kann auch nicht kochen. Nur, dass ich nicht so schreie. Bei mir sieht's nur schlimm aus. Kev, wenn du irgendwann so ein Ganzkörper-Q-Suit anziehst und im Stream rumtänzt und mu isst, garantiere ich dir, ich bin für ein paar Wochen weg. Okay. Dann weiß ich, wenn ich keinen Bock auf die Sage habe, dann muss ich das machen. Ich hab gehört, Kev zieht sich zu Halloween auch sowas an, aber natürlich. Oh. Letzte Woche beim Bogenschießen war aber auch der Brüller. Ich muss sagen, letzte Woche waren die Clips, da waren wir ein bisschen zu viel Rust, wo ich auch nicht verstanden habe so richtig. Aber die Woche finde ich, also bis jetzt fand ich nahezu alle Clips geil. Diese Woche finde ich die Compilation um ein Vielfaches besser als letzte Woche. Letzte Woche war ich nicht so begeistert. Also waren mir zu viele Rust-Clips, die ich nicht verstanden habe einfach. Aber ruhig nach vorne! Ein ganzes Dorf hier mit, oder was? Dreimal nicht so, hey! Ja, da musst du dabei sein, ne? Habe ich echt Drama hier mit meinen Lichtverhältnissen bei Tag. Bei Nacht ist das richtig cool, aber bei Tag. Oh mein Gott, wie witzig ist das bitte? Oh mein Gott, ist das funny? Digga, das muss ich mir nochmal angucken. Oh mein Gott, ist das funny? Drama hier mit meinen Lichtverhältnissen bei Tag. Bei Nacht ist das richtig cool. Guck mal ihre Panik in den Augen in dem Moment. Das ist ja ein Brüller. Oh mein Gott, ist das geil, wenn sowas live passiert. Aber bei Tag... Digga, den fühle ich ja, das ist eine 10
von 10, aber der Clip. Alter, warte. Guck sie. Oh Gott. Da habt ihr es, ich bin so schadenfroh. Guckt euch die Panik in den Augen an. Oh. Oh Gott, der killt. Oh, der hat mich jetzt gekillt, ey. Oh Gott, hat der Clip mich jetzt gerade gekillt. Oh Gott, ist der funny. Oh Gott, ist das witzig. Wie der Stuhl einfach vorklappt. Oh, mir kommen sogar die Tränen vor Lachen. Guckt euch das mal an, das ist... Der ist wirklich funny. Das ist wirklich ein guter Clip. Holy shit, Mann. Ey, wenn das ist das, warum Twitch Liebe ist, wenn sowas passiert, Mann. Oh, okay, einmal muss er noch, Entschuldigung. Ich weiß, vielleicht fuckt es euch schon ab, aber ich finde das total witzig. Oh, jetzt muss ich mich mal raffen. Dankeschön, Word Panthers, für die 10 Bits und guten Abend, Nico, mein Lieber. Ey, letzte Woche der Fallclip, wo man am Ende die Füße sieht, hatte ich auch so einen Krampf bekommen. Ey, das ist so funny. Ich weiß nicht warum, das sind die geilsten Clips, wenn sowas Dummes passiert. Das ist so geil. Bei Nacht ist das richtig cool, aber bei Tag... Oh, das ist mein Clip der Woche. Da kommt jetzt keiner mehr ran, der war ja... Ja, zeig dich mal. Oh Gott, Alter. Alter, du dumme Sau. Das ist aber auch frech, ne? Be the good girl you always have to be. Consolations are... Well, now they know. Well, now they know. Let it go. Let it go. Lieb den Song. Achtung, Achtung, dies ist kein Test. Bitte schließen Sie nicht das Fenster. Bitte verlassen Sie nicht den Stream. Ein Zuschauer hat es auf uns abgesehen. In Kürze wird eine gewaltige Subbombe einschlagen. Bitte eskalieren Sie komplett! 80 Subs! Was? Digga, der fällt jetzt ja mal richtig, holy shit. Aber das ist 80 Subs, Mann, heftig, ne? Das ist heftig. Einmal hatte ich auch jemand, der 100 Subs gegiftet hat. Einmal in 3 Jahren. Das ist echt heftig. Twitch Clips Germany. Abonniert Twitch Clips Germany. Machen Sie das. Alter, geile Compilation. Ey, heute war ja ein Brecher. Das war ja ein absoluter Brecher. Heftig. Hammer. Clips wieder mal. Danke. Leute, Kommentar da lassen, ganz wichtig. Müsst ihr auch immer machen, ne? Also wenn ihr es euch auch privat anguckt, ich kann mir vorstellen, dass ihr einige von euch... Wo ist denn der Like-Button? Bin ich jetzt doof? Ach da. Dass auch einige von euch sich das privat angucken. Lasst da echt einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Das ist echt sau wichtig. Nicht nur bei meinen Videos, sondern auch... Perfekt. Ja, perfekt. Einfach bekloppt. She-Hulk Folge 6. Genau, das wollte ich sehen. geile Folge auf jeden Fall. Dankeschön, Clippy. Die war mega. Die war absolute 10 von 10. Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ciao.